Hey, con cara. Hey, con cara. A con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Hey, con cara. Hey, con cara. A con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Hey, con cara. Hey, con cara. A con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Hey, con cara. Hey, hey con cara. A con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Hey, con cara. Con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Machst du jetzt weiter. Hey, con cara. Hey, con cara. A con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Hey, con cara. Hey, con cara. A con, con cara. A con, con cara. Adesso di famosa. Adesso di famosa. Die Übung Hey, con cara ist eine Gefühlsübung. Sie soll eigentlich das Kind in das Gefühlsbad hineinführen, so dass es ein lebendiges Spektrum von Freude, Trauer, Hoffnung, Verzweiflung, Mut, Ärger und so weiter lebendig erfährt und ausdrücken kann. Der erste Teil ist Hey, con cara, fast wie ein Ruf. Der zweite A con, con cara, er hat etwas Gegliedertes und Klares. Und der dritte Teil hat etwas Fließendes, Adessa di famosa. Und für Sie als Leiter ist es wichtig, dass Sie den Spruch, ich würde sagen, in- und auswendig kennen, so dass Sie ihn in verschiedenen Gefühlsnuancen sprechen können, und die einzelnen drei Teile werden jeweils von den Kindern im Chor wiederholt. Wichtig ist, dass die Kinder in ihre Emotionalität hineinschlüpfen und sich von dieser leiten lassen und so eine große Lebendigkeit im Gefühlsleben erwarten, erfahren und ihren Ausdruck und ihre Ausdruckskraft dadurch verstärken können. Hey, con cara ist eine Übung, die erfrischt, belebt und alle erheitert.